Herzlich willkommen zum vierten Teil unseres Knit-Along Les Petites Choses. Dieses Mal arbeiten wir die Strickschriften J, K und L. Für die Strickschrift J setzt du Katja Misui in der Farbe 50 Pastellorange an. In den ersten beiden Reihen, also in Reihe 1 und 2, strickst du alle Maschen rechts. Die Reihe 3 beginnst du mit einer Masche rechts, einer Masche links und einer Masche rechts. Dann wiederholst du folgendes. Zwei Maschen links und eine Masche rechts. Bis zum Ende der Reihe. Die Reihe 4 beginnst du mit eine Masche links, zwei Maschen rechts. Und dann wiederholst du immer eine Masche links, zwei Maschen rechts. Bis drei Maschen vor Ende der Reihe. Die letzten drei Maschen strickst du eine Masche links, eine Masche rechts und eine Masche links. Die Reihe 5 beginnst du mit einer Masche rechts, einer Masche links. Wiederhole dann immer folgendes. Nimm eine Hilfsnadel oder weil wir hier nur eine Masche haben, kannst du auch einen Maschenmarkierer zu Hilfe nehmen. Schiebe dann eine Masche darauf und lege sie vor die Arbeit. Stricke die nächste Masche links. Hebe dann die Masche von der Hilfsnadel wieder auf die linke Nadel. Und stricke sie rechts. Stricke dann eine Masche links und wiederhole die Verkreuzung. Stricke das immer wieder bis zu den letzten drei Maschen der Reihe. Die letzten drei Maschen strickst du dann wie folgt. Eine Verkreuzung.
Und dann die letzte Masche rechts. In der Reihe 6 beginne mit einer Masche links, eine Masche rechts, eine Masche links, eine Masche rechts. Und dann wiederholst du immer eine Masche rechts, eine Masche links und eine Masche rechts. Die letzten beiden Maschen der Reihe strickst du. Eine Masche rechts und eine Masche links. In der Reihe 7 beginne mit einer Verkreuzung. Und wiederhole dann Folgendes. Eine Masche links, eine Verkreuzung. Die letzte Masche der Reihe strickst du dann rechts. In der Reihe 8 stricke alle Maschen so, wie sie erscheinen. In der Reihe 9 stricke dann eine Masche rechts, und eine Verkreuzung. Danach wiederholst du immer eine Masche links und eine Verkreuzung. Bis zum Ende der Reihe. In der Reihe 10 stricke wieder alle Maschen so, wie sie erscheinen. In der Reihe 11 beginne mit einer Masche rechts und einer Masche links und dann wiederhole immer Folgendes. Eine Verkreuzung und eine Masche links. Bis zum Ende der Reihe. In der Reihe 12 stricke alle Maschen so, wie sie erscheinen. In den Reihen 13 und 14, den letzten der Strickschrift J, strickst du alle Maschen rechts. Thank you.
Wir machen weiter mit Strickschrift K. Schneide dazu den orangenen Faden ab und setze die Farbe 54 hellhimmelblau an. In der Reihe 1 stricke eine Masche links und 7 Maschen rechts. Wiederhole das bis zum Ende der Reihe. In der Reihe 2 stricke eine Masche rechts fünf Maschen links eine Masche rechts und eine Masche links. Wiederhole das bis zum Ende der Reihe. In der Reihe 3 stricke 2 Maschen rechts, 1 Masche links, 3 Maschen rechts eine Masche links und eine Masche rechts. Wiederhole das wieder bis zum Ende der Reihe. In der Reihe 4 stricke 2 Maschen links, 1 Masche rechts, 1 Masche links, 1 Masche rechts und 3 Maschen links. Wiederhole das bis zum Ende der Reihe. In der Reihe 5 stricke 4 Maschen rechts, 1 Masche links und 3 Maschen rechts. Wiederhole das bis zum Ende der Reihe. In der Reihe 6 stricke 2 Maschen links, 1 Masche rechts, 1 Masche links, 1 Masche rechts und 3 Maschen links. Wiederhole das bis zum Ende der Reihe. In der Reihe 7 stricke 2 Maschen rechts, 1 Masche links, 3 Maschen rechts, 1 Masche links und 1 Masche rechts. Wiederhole das bis zum Ende der Reihe. In der Reihe 8 strickst du eine Masche rechts, 5 Maschen links,
eine Masche rechts und eine Masche links. Wiederhole das bis zum Ende der Reihe. Für das komplette Muster wiederhole die Reihen 1 bis 8 noch zweimal, bis du insgesamt 24 Reihen gestrickt hast. Für die Strickschrift L wechsle zur Farbe 51 hellrosa. Beginne die Reihe 1 mit 3 Maschen links. Und wiederhole dann folgendes. Eine Masche rechts, 4 Maschen links, 1 Masche rechts und 1 Masche links, bis zum Ende der Reihe. In der Reihe 2 stricke alle Maschen so, wie sie erscheinen. In Reihe 3 beginne mit 3 Maschen links und in die vierte Masche strickst du eine Noppe aus 5 Maschen. Und zwar wie folgt. Stich mit der rechten Nadel in die Masche ein und stricke eine Masche rechts. Lass die Masche jedoch nicht von der linken Nadel gleiten. Lege dann den Faden nach vorne und stricke eine Masche links. Lege den Faden wieder nach hinten, stricke eine Masche rechts. Faden wieder nach vorne legen, eine Masche links stricken. Und den Faden wieder nach hinten legen und nochmal eine Masche rechts stricken. Nun hast du 5 Maschen in dieselbe Masche gestrickt und kannst die Masche von der linken Nadel gleiten lassen. Wende die Arbeit und stricke die 5 Maschen der Noppe rechts. Wende nochmal. Und stricke die 5 Maschen der Noppe noch einmal rechts. Wende die Arbeit erneut. Und stricke die 5 Maschen der Noppe rechts zusammen.
Wende die Arbeit noch einmal und hebe dann die Masche der Noppe auf die rechte Nadel. Dann strickst du wieder den Rapport. 4 Maschen links. Eine Masche rechts. 4 Maschen links. Und in die nächste Masche strickst du wieder eine Noppe. Wiederhole das bis zum Ende der Reihe. In der Reihe 4 stricke alle Maschen so, wie sie erscheinen. Die Masche der Noppe strickst du dabei links. Wiederhole die Reihen 1 bis 4 noch zweimal, bis du insgesamt 12 Reihen gestrickt hast. Das war der 4. Teil unseres Knit Along Les Petites Choses. Du hast die Strickschriften J, K und L gestrickt. Wir sehen uns im 5. Teil unseres Knit Along Les Petites Choses.